Rund 30.000 Fußballanhänger schauten sich am Samstagabend das Champions-League-Finale 2013 auf der Theresienwiese an. Um 17 Uhr der Einlass, kurze Zeit später war der Platz unter der Bavaria voll. Trotz Regen die Stimmung gut, die FC Bayern-Fans mehr als zuversichtlich. Wir hauen die Dortmunder weg, scheißegal! 3-1, Mann! Weg die Dänen! Ein Meer aus Rot-Weiß, darin vereinzelt sogar einige Dortmund-Fans. Die fühlten sich... Ja, eigentlich schon ganz wohl. Es geht schon, man muss halt sein Team unterstützen. Um 20.45 Uhr dann der Anpfiff. Es folgten 90 spannende Spielminuten. Die 89. Minute, der Last-Minute-Treffer von Arjen Robben. Die Entscheidung, das 2:1 für die Rot-Weißen. Der FC Bayern München stürmt Europas Fußballthron. Die Fans außer sich. Nach Abpfiff verlagerte sich die Party auf die Leopoldstraße. Ein Finale, das es so noch nie gab. Ein Abend, der unvergesslich bleibt.